Moin, moin, meine lieben Mit-Division-Agenten. In 3 Tagen, dem 1. März 2019, ist es soweit, da starten dann die Server für die Open Beta von The Division 2. Und diese lohnen sich auch definitiv für die Veteranen unter uns, die sich schon ein Bild in der Close Beta von dem Spiel machen konnten. Denn abgesehen davon, dass wir eine weitere Mission zu spielen bekommen, das Viewpoint Museum, bekommen wir auch einen weiteren Skill, den Gem Launcher, der uns in 2 verschiedenen Varianten zur Verfügung gestellt wird. Nämlich der, ich sag mal, Bauschaumspritzer und die Variante des Firestarter. Also das Gas verschießen und der kleinste Funken reicht aus, dass es zu einer nicht ganz so gesunden Stichflamme kommt. Ich hatte schon das Vergnügen, die Open Beta während des letzten Technical Tests zu spielen und ich kann euch mit ruhigem Gewissen sagen, das Spiel fühlt sich um einiges besser an als noch zur Close Beta. Also Massive ist da in einer Tour wirklich dabei, das Spiel bis zum Release rund zu bekommen. Die Museumsmission konnte ich leider nicht spielen, denn diese war zum Technical Test wohl noch geschlossen oder verbuggt, was auch immer. Aber ich habe mich natürlich mit dem Gem Launcher beschäftigt. Und da gleich vorneweg, nicht vergessen, das Ganze ist noch Beta, ist mir auch bewusst und ich kann noch nicht sagen, ob man das Teil später noch skillen oder pushen kann, was auch immer, aber ich war von der Klebepistole, also diesem Bauschaumspritzergedöns, ein wenig enttäuscht, also im ersten Moment, so wie ich es nutzen konnte. Und die Gründe dahinter liegen darin, man muss zuallererst mal wirklich haargenau mit diesem Teil zielen, um einen Effekt auszulösen. Dann kommt weiter, dass die Animation, bis man das Teil wieder weggesteckt hat, sehr lange dauert. Und bis man dann auf den Gegner wieder zielen kann, hat der sich auch schon wieder befreit. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das Teil später noch irgendwie skillen oder verändern kann mit Fertigkeitenstärke, was auch immer. Oder eventuell ist das Teil auch in einer Gruppe viel besser, dass jemand sehr schnell gutes Aiming hat und kann den Boss einschäumen, dass der Rest auf den draufballert. Ich weiß es nicht, aber im ersten Moment hat diese Klebepistole auf mich einen eher sinnfreien Eindruck gemacht. Hoffe ich einfach mal persönlich, dass da Massive noch ein wenig dran rumschrauben wird. Der Gaswerfer hingegen, der war ziemlich cool. Man konnte dieses, ich sag's mal, fast mehr oder weniger unsichtbare Gas in die Gegner reinschießen und wenn die auf euch geschossen haben, haben sie sich quasi selbst in Flammen gesteckt. Fand ich ganz cool. Das wird auf jeden Fall fürs PvE-Spiel zumindest richtig Spaß machen. Wie sich das Ganze nachher im PvP auswirkt, werden wir sehen. Da habe ich das Ding nicht getestet. Da könnt ihr mal übernehmen, dann am Wochenende in der Open Beta. Kurz gesagt, das Ganze fühlt sich wie gesagt um einiges runder an als noch zur Close-Beta-Zeit. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze sehen werdet, wenn ihr hoffentlich die Open-Beta gespielt habt. Da könnt ihr dann euch am besten den nächsten Dienstag 20 Uhr merken. Da werden wir wieder auf YouTube unsere Talkrunde machen. 4 Stühle, 8 Meinungen. Das war das letzte Mal ja richtig cool gewesen. Da könnt ihr dann hoffentlich wieder einschalten und dann schön mitreden. Ansonsten morgen Abend um 19:30 Uhr werde ich noch bekannt geben, gibt es wieder meine Mittwochs-News, die eigentlich am Donnerstag sind, aber da ich am Donnerstag nicht da bin und da es morgen Informationen geben wird von Massive und Co., werde ich morgen Abend meine Live-News machen auf YouTube und ansonsten sehen wir uns dann am Freitagmittag, da werde ich Division 2 Open Beta streamen, falls ihr nicht selbst am Zocken seid, könnt auch trotzdem zuschauen. In diesem Sinne, für die einen bis die Tage, für die anderen bis heute Abend auf Twitch. Danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XEDX und ciao, ciao.